Ihr wollt wissen, warum ich hier den Wald rode? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und dabei schauen wir uns schön den Sonnenuntergang, Aufgang. Was ist denn los? Warum ruckelt das heute so? Na egal. Wir müssen was tun, weil unsere Motoren, die laufen so langsam da unten lang. Sind das die Motoren? Nein, oder? Nein, sind Kabel. Ah, das sind die Starthorn. Okay. Ich möchte gerne... Oh. Schuss. Das ist besser. Das ist deutlich besser. Oh, das hat mir alles kaputt gemacht. Okay. Auch wenn wir hier genug Motoren so rumhängen haben, würde ich gerne dafür sorgen, dass wir noch mehr kriegen, weil die brauchen wir immer mehr und ich will nicht wissen, wie viele wir brauchen für den ganzen Atomkram. Da geht mal wieder so ein durch. Immerhin, den habe ich hier vollgekriegt. Das überrascht mich ein bisschen. Aber wie sieht das hier unten aus? Fehlt dir irgendwas oder bist du, deswegen bist du so voll? Okay, du brauchst relativ lange, um die Dinger hier zu basteln. Also, komme ich mit klar. Du bist relativ voll. Da kommt aber auch scheinbar genug an. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Große Frage ist jetzt gerade, brauche ich wirklich die Motoren? Hier geht jetzt einfach der Stahl da runter. Der geht da unten schön rein, steht da aber auch gut an. Und dann kommt da mal wieder so ein Motor lang. Auf der anderen Seite dürfte ab und zu mal so ein Rohr da langlaufen, genau. Da habe ich mir so schon Gedanken gemacht, wie wir uns eine gute Motorenfabrik bauen. Aber wenn ich das sehe, da brauchen wir nicht sonderlich viel. Da kommen zwei von den Kollegen. Das funktioniert auch schon mal ganz gut. Also wie wir sehen, da kommt was an. Aber diese Thermalraketenantriebe, die sind ein bisschen lahm. Sprache werden sie vorbei geflogen. Ja, trotzdem, die sind halt... Ne, die brauchen auch irgendwo Motoren. Für irgendwas brauchte ich Motoren. Mal nachgucken hier, was es war. Du brauchst Motoren. Die Turbomotoren brauchen Motoren, genau. Und hierfür brauche ich Turbomotoren. Wie sieht das denn Turbomotoren technisch aus? Das ist noch voll. Okay, das interessiert mich keinen, wie das da aussieht. Brauche ich dann wirklich noch eine Motorenfabrik? Da habe ich mir echt so schön Gedanken gemacht. Ich kann euch das ja erstmal so ein bisschen erklären und erzählen, was ich vorhabe. Denn es gibt eine Möglichkeit, die Dinger relativ schön zu bauen. Wir haben hier unten genug Wasser, da haben wir auch unser Kraftwerk. Wir können aus dem Eisen hier, das sind leider irgendwie jede Menge Unreine, aber das macht ja nichts, aus dem Eisen können wir in Verbindung mit der Kohle durchaus Stahl herstellen. Und auch Draht, weil wir das Alternativrezept für den Eisendraht haben. Das heißt, wir kämen ohne Kupfer aus, obwohl wir das hier hätten. Und könnten hier mit einer schönen großen Fabrik 80 Motoren pro Minute machen. Und theoretisch, wenn ich mir hier von der Kohle ein bisschen was abzwacken würde, indem ich da ein 600er, 600er ist Quatsch,
einen Mark 3 Miner draufsetze, könnte ich da sogar noch so weit gehen, dass ich mir daraus schweren modularen Rahmen mache. Weil auch da werde ich noch, ich mache so langsam immer mal wieder welche, aber so richtig schnell ist das alles nicht. Und gerade hier, der Spaß braucht halt diese verschmolzenen Rahmen. Die verschmolzenen Rahmen, die basteln wir hier drüben irgendwo. Die brauchen wir, die schweren Rahmen. Und die brauchen Aluminiumhäuser, die hier viel zu langsam mittlerweile ankommen. Das ist gerade das größere Problem bald. Wie sieht das hier aus? Was machst du? Du machst Kühlsysteme. Du brauchst wenigstens nicht den ganzen Kram, der hier sonst so rumrennt. Bei dir fehlt es an modularen Rahmen. Die könnte ich da auch machen. Also das wäre schön, so ne, drei Fabriken quasi auf einmal. Man sich da irgendwie zusammenbasteln kann. Aber ja, so hundertprozentig ist das. Jetzt bin ich mir unschlüssig, was ich mache. Oder gehe ich lieber hin? Anstatt so viele Motoren zu machen, setze ich wirklich mehr auf den anderen Kram. Dann hätte ich wieder mehr anderes Zeug frei. Also das wäre alles kein Thema. Ich würde sagen, pass auf, wir sagen, das Ziel für heute ist es, wir haben da, wie viele Sachen haben wir da? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze, wo wir irgendwas draufstellen können. Wir gucken, dass wir hier hinkommen. Und sorgen dafür. Ah, da fährt die Bahn oben drüber. Okay. Und sorgen dafür, dass wir das ganze Zeug hier so hinkriegen. Oder zumindest erstmal überall einen Miner drauf. Das wäre das, was ich erstmal vorhabe. Irgendwas zum Wegballern haben wir. Das ist schön. Das heißt, wir packen uns jetzt einfach mal alles ein für. Produktion. Na, 9 Minatoren. Da ist eigentlich das größte Problem, sind hier die verschmolzenen Rahmen. Turbomotoren habe ich sogar genug dabei. Da nehme ich mir einen so einen Stack mit. Easy. Die sind quasi noch das größte Problem, aber da kann ich mir auch genug von basteln. Ich würde ein bisschen was hier lassen an Zeug. Zum Beispiel könnte ich das mal eben da vorne reinschmeißen, dann geht es los und ihr lauft wieder ein bisschen besser. Komm. So ist das. Und du kriegst die. Dann kann ich nochmal eben gucken, warum jetzt hier so wenig rüberkommt. Das interessiert mich gerade, weil ja, ich packe viel von der einen Seite in die andere, aber eigentlich dürften doch muss ich das so gemacht haben, dass das hier keinen Stress gibt. Das schauen wir uns jetzt an. So, dann gucken wir, dass wir da die Miner aufgebaut kriegen. Wäre ich clever gewesen, hier auch direkt die verschmolzenen Rahmen mitgenommen. Ja, egal. Ich muss eh da lang. Kann ich denn noch beiseite legen? Was brauche ich da denn gerade nicht? Ich das Zeug irgendwo für? Nein. Das wird hier noch gebaut. Das packen wir beiseite. Wir nehmen halt na, das Übliche mit Beton. Haben wir genug. Da brauche ich mir keine Gedanken drum machen. Schön, die habe ich gerade da reingeschmissen. Aber, ja. Ach nee, das war ja... passt schon. So, wir fliegen jetzt erstmal darüber. Gucken wir uns an, wie der hier schön seine Pasta macht. Die läuft ja ganz gut. Die haben wir auch. Wird auch relativ zügig fertig werden. Also da mache ich mir keinen Kopf. Was ist denn die Frage? Was ist das, was da unten lang geht? Und wie sieht es denn hier überhaupt aus? Warte mal eben. Ist alles voll... Er ist leer, klar. Ja, nee. Nee.
in? Hallo, ich möchte gerne wissen, was in diesem Kunden. Die sind auf jeden Fall leer. Okay. Die habe ich leer gekriegt. Der Kollege geht da hoch, da rüber. Der wäre sowieso irgendwie in den Schredder gegangen. Ja, du wärst eh in den Schredder gegangen. Also alles gut. Dann haben wir hier unten. Ja, was stimmt denn jetzt damit wieder nicht? Okay. Also meine E-Taste geht. Okay. Von mir aus. So, du bist das. Du bist das. Da ist genug Zeug drin. Da ist auch genug Zeug drin. Und der ist komplett voll. Also, dass da irgendwie Stress gibt mit dem Zeug, kann ich mir nicht vorstellen. Weil es geht nichts mehr da drüben rein. Das ist komplett voll. Der kann auch nicht mehr. Oh, das ist sowieso so ein Problem. Und all der. Da rein. Du gehst wunderbar da rein. Pass auf. Einfach. Wie machen wir das? Das ist nicht das Problem. Das geht alles da lang. Wird damit auf das Band gesetzt. Und dann geht das. Autsch. Geht das doch da vorne irgendwo nach rechts rüber. So. Wo kommen die jetzt her, dass ich da so viel... Was habe ich denn damit gemacht? Was ist da? Okay, manchmal frage ich mich echt, was ich da mir so gedacht habe. Und wofür bist du hier? Nach links sollten die verstärkten Eisenplatten gehen? Die hier gar nicht drauf liegen. Okay, Leute, ich bin maximal verwirrt gerade. Was habe ich mir denn hier gebaut? Oh, die Folge ist sowas von anders als gedacht. Holy crap. So, du hängst hier fest. Du hängst da fest. Ist voll. Ihr kommt von da. Ich hab hier mit den Schrauben rumgefummelt. Okay. Ich habe aus Versehen den so effizient gemacht oder so voll gemacht, dass der hier viel zu viel reinballert. Denn hier lang. Stärkte Eisenplatte. Die kommt hier schon gar nicht mehr hin. Das ist ein Problem. Das ist ein mächtiges Problem. So, du gehst dann da drauf. Okay. Cool. Kann ich das hier noch anders nehmen? Oder lasse ich das mit darunter gehen? Okay, das war eine wirklich, wirklich seltsame Nummer, die ich hier gemacht habe. Das funktioniert so nicht. Schauen wir mal, was wir das hier rüberkriegen.
So, dann schauen wir, dass wir das von da runterkriegen. Darauf fusionieren. Ab da beschleunigen. Und dort hineinbringen. Und dann soll dort nach rechts der Überschuss langlaufen. So. Jetzt bist du dort. Ich habe mal so gemacht, dass du da hinten langläufst und das Zeug darüber bringst und dann passiert da auch erstmal nichts. Andere Problem ist. Ah, okay. Alles Unbestimmte ist Quatsch. Überschuss. Dann geht das auch wieder durch. Und hier werden wieder die Platten. Okay. Eieieiei. Nee, mit euch will ich gerade nicht spielen. Ja. Hey, das ist, normalerweise kriege ich dich immer mit einem Schuss. Da war ich noch mit einem Schuss. Okay, haben wir das. Dich packen wir mal beiseite. Uiuiui. Wunderbar. Und daran hing jetzt der ganze Arm noch mit. Kann aber auch nicht so richtig sein, oder? Also letztendlich hängt es daran, dass das Band gerade ein bisschen zu übervoll ist. Wenn es hier reingeht. Weil dann geht da irgendwo auch der Rahmen weg. Weil das hier zu lange dauert, bis es da weggeht. Oh Mann. Eigentlich muss ich hier irgendwie hinter diese Wand. Die laufen halt sehr langsam darüber. Und warum haben wir hier noch eine Aufteilung? Ach ja, einmal für unsere Dings da drüben. Uiuiui. So. Ich kann nur aufrüsten. Wir müssen halt hier mal ein bisschen anders rangehen, weil so kommen wir damit nicht weiter. Da haben wir nämlich schon alles soweit aufgerüstet. Das heißt, da müsste jetzt ein bisschen schneller da oben reinkommen. Das ist natürlich genau wieder auf den, der sowieso schon so problematisch ist. Eieieiei.
Ja, stimmt, weil ich jetzt die Batterien brauche. Oder benutze. Um, ja, das ist diese Magnetfeldgeneratoren zu bauen. Das ist ungünstig, sag ich so. Die Kombination aus allem passt. So, jetzt wollte ich eben wenigstens ein paar Stangen und Platten holen. Uiuiuiui. So. Das hat sich ja so richtig. Platten hätte ich genug gehabt. Das hat sich ja richtig gut ergeben hier. So. Wir machen jetzt folgendes. Wir holen uns noch drüben nochmal eben die, diese fusionierten Rahmen. Und dann gucken wir, dass wir eben rüberkommen, um uns den, also unten zum Kraftwerk kommen und dann an den Minern einfach hoch und dann schauen wir uns mal da oben um. Das kriegen wir ja wohl hin. Mann, Mann, Mann. Minuten, um erstmal klar zu kommen, was denn überhaupt abgeht. So. Oh, davon brauchen wir sogar mehr. Das ist ein bisschen schade, dass das hier so breit ist, dass man es nicht lesen kann, ne? So, wir fliegen hier rüber. Nehmen uns den Weg. Dort rüber. Und dann bitte... wie machen wir es denn am besten? Wenn wir darüber gehen, dann haben wir kein Problem, weil da ist ja überall Strom. Okay, also let's go. So. Kohle haben wir hier keinen Stress. Ich eigentlich. Hier ist der Strom. Hm. Ist schön, dass man auf der Vorderseite von dem Kraftwerk keinen Strom kriegt. Nur auf der Hinterseite. So, okay, war ich nicht nah genug dran. Dann einmal die Richtung. Kollegen hatte ich nämlich schon mal. Die haben mir nämlich richtig, richtig, richtig böse Aua getan, während ich nicht vorm Rechner saß. Ah, in diesem Stückchen Wald. So, wohin wollen wir? Wir wollen quasi genau in diese Ecke hier. Zu den Minatoren da drüben. Was haben wir hier? Guck mal, hier sind sogar noch nur die Zweier. Das heißt, die können wir aufrüsten und könnten da oben genau das machen, was ich vorhabe. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Echt jetzt? Der so feige weg. So, wir wollen auch ziemlich genau hier hoch. Das ist doch super. Wir schnappen uns jetzt hier Kabel. Genau das, was ich vergessen habe, auch noch mitzunehmen. Und schauen, dass wir irgendwo... Da.
Das war der falsche Staffel. So. Jetzt gehst du mir schon mal nicht mehr auf die Zwirn. Und von da aus möchten wir gerne nach. So. Wir sind schon mal hier oben. In welche Richtung müssen wir jetzt? Wir fangen mit dem Eisen an. Weil das war alles schön in einer Ecke. Die Richtung. Sind schwierig gerade zu sehen. Ah, da vorne. So. Du kommst dahin. Ei. Genau, greif mich ja hier vorne an, wenn ich dich da hinten schon platt mache. Ups. Sehr schön. Okay, wir brauchen Produktion. Eine. Nicht eine Werkstatt, sondern eine Ausrüstungswerkstatt. Dort brauchen wir drei von denen. Sag mal. Zwei. Und die nochmal. Drei. Ach, verdammt, eigentlich brauche ich sechs. Habe ich überhaupt so viel Platz? Nein, habe ich nicht. Deswegen brauche ich auch nur drei. Erstmal. Meiner Mark 3. Ich möchte gerne in diese Richtung ungefähr gehen lassen. Dann brauche ich hier nochmal 3. So, dafür setzen wir den dorthin. Einmal hier dran. Von dir hätten wir gerne alles. Die sind halt nicht schnell, die Kollegen, weil sind halt leider nur unreine, aber das macht nichts. Für die Motorengeschichte bräuchte ich 900 von denen. Also nicht 900 meiner, sondern 900 Eisen. Das heißt noch einmal Eisen von da vorne irgendwo an diesem wunderbaren Kranz dort. Das ist doch jetzt auch das nächste, was wir haben, oder? Ja, die sind richtig. Genau, in die Richtung alles. Da unten, da sieht man sie schon. Dann gehen wir mal von hier aus dort lang. Kabel vergessen habe, das stört mich gerade ein bisschen. Hey, Autosave, wunderbar. Aber dann haben wir das nämlich auch schon. Wenn denn das hier mal fertig wird. Irgendwann. Wunderbar. Ich sollte das echt rausschneiden. Aber es ist auch egal. Eigentlich nicht, aber ich hab das doch gleich wieder vergessen. So, wir setzen uns hier nochmal eine Ausrüstungswerkstatt hin. Und machen 1, 2, 3, 4, 5. Schrauben brauchen wir nicht. So, 1. Wir machen einfach so lange, bis das Ding voll ist, ne? Macht ja am meisten Sinn.
So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir hier vorne die zwei schon mal hin. Ich hab gesagt, ungefähr die Richtung, ungefähr die Richtung. Da dran. Da dran. Da hinten hin. Dann holen wir uns die nächsten. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Ja, hörst du? Sag mal, ich will nicht noch einen. Den brauche ich nachher erst, nicht jetzt. Dann kannst du aber schon mal weg. Nee. Das ist die richtige Taste. Da und da. Volle Pulle. Volle Pulle. Oh, hi. Tschüss. Einmal, ihr seid mir gerade egal. Ihr tut mir nicht so viel wie die Feuerspucker. Ja, ja. Ganz gut. Ja, ja, ist ja gut. Und du bitte. So. Und der jetzt da reingehen muss, weiß ich auch nicht. Wir hatten hier irgendwo. Also damit habe ich. M ist die Karte. So, damit habe ich die sechs nämlich schon mal alle abgefrühstückt. Hier vorne haben wir noch. Das heißt, wir können da erstmal zurück. Das ist gut. Also so Bandarbeiten und das alles auf eine, an eine Stelle ziehen, das... das mache ich halt einfach wieder ohne euch. Würde ich vorschlagen. Ich glaube, das traut ihr mir zu, oder? Weil das braucht ihr wirklich. Also... Wir gucken, dass wir hier irgendwo im Bereich, eigentlich ist hier schon relativ schön, vielleicht auch ein bisschen weiter darüber oder da oben auf der Höhe anfangen oder da ein bisschen dieses Cliff runter, da mal gucken. Irgendwo da eine Plattform hin, dann geht der Spaß los und da bauen wir dann eben die entsprechende Fabrik hin. Dann bin ich halt am Überlegen, die so groß zu bauen, dass wir direkt die anderen Sachen mitkriegen. Wir können von unten ein bisschen was holen. Dann passt das schon. So, dich machen wir mal. So, weil irgendwie in case Dingsbums brauchen wir auch. So, wir haben hier rein. Das passt aber nicht, weil wir brauchen hier 780. Dann sind wir nämlich da, können wir den wieder mitnehmen. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ja, das ist eine gute Idee. Sollen sie mal alle machen. Ich bin gerade anderweitig beschäftigt. So, wir müssen die Kohle finden. Die Kohle. Wunderbar, ein Motorrad fährt vorbei. Boah, ist das jetzt hier oben hoch? Okay, ich ziehe jetzt einfach mein Kabel hier drüben hin. In der Hoffnung, dass ich genug Kabel dabei habe. Das machen wir von da vorne aus. Weil wir da schon ein bisschen näher dran sind. So, da, wo wir hochgekommen sind. Einmal hier durch. Genau, hier. Von hier aus. Ja, ist das Kupfer jetzt... falsch. Kupfer. Kupfer 230 Meter geradeaus. Das ist eine gute Aussage. So. Also die Ausrichtung war schon mal ganz gut.
da drüben ist Kupfer. Das ist gut. Du gehst dahin. Wie ich das Ding da oben drauf gesetzt. Praktisch. Mobile Miner. Und eins. Zwei. Drei. So. Falls wir es doch mal brauchen, können wir uns das Kupfer dort wegnehmen. Das ist wunderbar. Ihr werdet ein bisschen verwirrt gucken, weil da entsteht gerade irgendwas aus nichts. Ja, da ist wieder so ein Ding. So, und da müssen wir jetzt hoch. Und direkt dahin. Ruhe. Tut euch doch gar nichts. Wir kriegen hier nämlich nur 300. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Danke. So, ich hab gesagt, wir müssen da hoch. Was ist der beste Weg? Also, ne, der hier ist relativ offensichtlich. Hier oben drauf. Da hoch, da hoch. Würde ich vorschlagen. Jetzt hier hin. Und von hier aus. Das ist jetzt der schwierige. So schwierig ist dieser schwierige Part gar nicht. Und wir sind schon mal hier oben. Oder? Okay, wir müssen noch ein Stückchen höher. Okay, 95 Meter die Richtung. Einzige Richtung, in die wir jetzt hier keinen Strom gesetzt haben, macht nichts. Die Richtung. Oben oder unten? Meter. Jetzt aber nicht in irgendeiner Höhle unten drunter. Das wäre ja mal richtig mies. Moment. Das muss ich doch mal eben nachgucken und verifizieren. Okay, in 212 Metern. Du bist in 5, also oben. Okay. Oben. Wir wollen darüber. Da sind 212 Meter in die Richtung. Okay, ich möchte hier langlaufen. Um 30 Meter. Jetzt okay. Wir gehen mal weiter in die Richtung. Und jetzt kommt irgendwann der. Das heißt, das muss hier drunter in die Richtung. War das einer von den bescheuerten Punkten, wo man es von außen nicht sieht und einfach draufsetzen muss? Haha.
Entschuldigung. Bam. Davon gibt es nicht viele auf der Map. 162,5. Aber die gibt es. Und hier ist einer davon. Perfekt. Das heißt, wir haben uns jetzt den Weg hier angeguckt. Ich setze dich aber mal eben hier noch zwischen und da dran. Junge, bist du auch gut. Und du gehst da dran, damit das einfach alles zusammengeht. Sehr schön. Wir haben da die Kohle erschlossen. Wir haben hier unten den Kupfer erschlossen. Und da hinten Eisen, jede Menge Eisen und hier vorne noch ein bisschen Beton. Ja. Damit können wir jetzt, also ich muss das nochmal genau durchrechnen, wie wir das jetzt am besten verteilen. Oh, da ist eine rote Schnecke, komme ich da dran. Und die versuchen wir uns noch zu holen. Wir haben jetzt hier ordentlich verballert an Moment. Geht gleich weiter. Auch gedanklich. Kriegt ihr euch denn alle so auf hier? Vor allem, wer regt sich hier gerade auf? Egal. Also, wir haben genug Schnecken verballert. Das heißt, wir können die mal eben holen. So, das ist aber schon mal ganz... Wir können da jetzt mit den ganzen Eisen, das wir haben, also das sind dann 1800 Eisen, gehen wir mal hier hoch. Ja, hoch sieht anders aus, genau. So, hier stellen wir uns mal hin. Das ist Sam Erz, genau. Ja, da ist unsere Bahnstrecke, angepasst habe. Falls ihr euch wundert, warum da so eine Weiche ist, ich habe da so ein Zwischenstück gesetzt, damit ich schon mal die eine Hälfte der Strecke richtig hatte und die andere Hälfte noch bauen konnte. Muss ich eigentlich nochmal rausnehmen, aber ich bin ehrlich gesagt mal überlegen, ob ich da diese Kreuzung komplett mache. Aber egal, hat damit ja nichts zu tun. Also wir haben 1800 Eisen, mit dem wir was machen können. Wir haben 780 Beton und auch 780 Kohle. Und wir haben 300 Kupfer. Das ist ein bisschen wenig. Ja, ich werde jetzt hingehen, den ganzen Spaß einmal so ein bisschen durchrechnen, wie ich das am besten hinkriege, wie ich was, wo, wann, warum und überhaupt mache. Und dann können wir beim nächsten Mal anfangen. Also ich werde auch schon die hier Bänder ziehen und gucken, ob ich irgendwo ein Plateau anlege, also eine entsprechende Fabrik, weil zur Not. Also Kohle könnten wir uns halt immer noch dazu holen. Kupfer ist hier, glaube ich, relativ rar gesät. Das, ja, Bauxit hätten wir, das wäre wunderbar. Also das einzige Kupfer, das wir hier hätten, wäre noch hier hinten. Hier nochmal was. Das benutzen wir ja schon für unsere Mini-Motorenfabrik hier. Aber da könnte man drüber nachdenken, ob man sagt, okay, scheiß drauf, hole ich mir da auch weg. Das sind so die Möglichkeiten, die ich hier eben auf die Schnelle habe. Hier sonst noch was? Das ganze Kupfer und so haben wir schon benutzt. Nutzen wir auch. Also ihr seht, genau hier in dieser Ecke ist echt rar gesehen. Also ich habe nach einer Stelle gesucht, wo man Kohle hat. Eigentlich auch, wo man Kupfer hat und Eisen. Das hier ist das, wo ich das am nächsten zusammengekriegt habe. Natürlich dieses eine extra Rezept war das Kupfer nicht so wichtig. Aber ich glaube, das wird es, wenn ich noch da weiterbaue. Also ich werde gucken, dass ich hier irgendwo vielleicht hier unten auf Stelzen was mache oder hier so drüber spanne, eine Fabrik.
und dann erstmal eine Platte und dann kann man zur Not hier, wenn wir merken, wir brauchen mehr Kohle, können wir die von hier aus zufüttern, weil die Kraftwerke, die kriege ich voll. Da mache ich mir echt keinen Kopf drum. Das wäre dann auch so ein Ding hier, ein Splitter dahin, diesen, wie heißt er noch? Intelligenten Splitter, allen Überschuss in die Fabrik rein. Fertig. Ja. Damit habe ich jetzt auch genug geredet. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.